Heute widmen wir uns nun ein bisschen dem Fiederangeln, im Speziellen mit den sogenannten Baitboostern aus der Mino Flash Range von Matthias Weigang, bei Fishing Tackle Max natürlich. Was sind Baitbooster im Grundsätzlichen erstmal? Es ist dazu gedacht, dass man das Futter in Windeseile dann umaromatisieren kann. Sprich, wenn ich jetzt an einem Gewässer bin, wo ich sage, ich will ja Brassen angeln, merke aber, oh, heute sind die Brassen drin, beißen, kann ich immer noch mit diesen Streugewürzen, 5 an der Zahl, mein Futter in Windeseile umaromatisieren, auf Rotaugen zum Beispiel. Oder im Fluss natürlich, wenn ich merke, oh, jetzt beißen die Barben besonders gut und die Bisse lassen langsam nach von den anderen Fischen, kann ich mein Futter direkt auf die Barben ausrichten. Und dann haue ich mir in mein Futter den Barben Lockstoff dementsprechend rein. Kann man entweder in Futter unterrühren natürlich oder einfach in den Korb reinstreuen. Die Wirkung ist die gleiche, je nachdem, wie man es bevorzugt. Ein, zwei Worte dazu. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Sorten. Fängt an von der Barbe über der Brasse, Rotauge, Lacto Spezial haben wir noch und natürlich auch für Karpfen eine Möglichkeit, die besser zu beangeln. Barben natürlich, Käse, wer weiß es nicht, dass Barben ganz heiß drauf sind auf die käsige Note im Futter. Brassen, Karamell, Lockstoff drin, sehr intensiver. Auf Karpfen ein sehr süßer Lockstoff, der immer dann im Sommer, vor allem wenn die Karpfen richtig heiß sind, dann nochmal schneller die Bisse bringt. Rotaugen, eine sehr würzige Mischung auf natürlicher Basis mit vielen Gewürzen, Hanf, Fenchel, Anis etc. alles da drin. Und schließlich noch Lacto Spezial. Lacto Spezial entweder im Frühjahr auf die Rotaugen oder im Herbst oder natürlich im Hochsommer auf die Brassen im Fluss. Sehr gute Alternative, wenn man natürlich merkt, die Bisse lassen nach. Oder wie gesagt, wenn ich mein Futter speziell auf eine Fischart ausrichten will. Demnächst zeige ich euch dann noch das Futter von Matthias. Wir haben 3 neue Futtersorten in der Next Generation Linie. Die 4 bekannten, also Method Mix, Master Mix, Active Mix und was habe ich vergessen, Dark Mix auf Rotaugen speziell, wurden nun noch ergänzt mit 3 weiteren Sorten, die ich euch dann aber nächstes Mal vorstellen werde.